Würden Sie sagen, dass man hier Spieler womöglich sogar bei einer Weltmeisterschaft 2010 wiedersehen kann? Ja, möglich ist schon. Meine Jugendarbeit in Deutschland ist vielleicht jetzt die letzten 5-6 Jahre eindeutig verbessert worden. Und man sieht es in den Jugendleistungszentren, in den Bundesliga-Vereinen, qualitativ wird da sehr gut gearbeitet. Und das zeigt auch, dass man jetzt eben auch wieder Spieler hat, die relativ schnell auch mal den Sprung schaffen können. Qualitativ gute Spieler, sagen wir mal, waren in, so in den letzten 8-9 Jahren nicht in der Häufigkeit vorhanden. Wir haben schon 6-7 Spieler integriert in den letzten 1,5 Jahren, die von der U21 kamen. Und auch da bis nach unten, bis U16, U17, würde ich jetzt mal sagen, haben wir den Überblick. Und da gibt es eine Vielzahl von guten Spielern, die auch den Sprung dann mal später schaffen können. Ziel muss ja einfach auch sein, sagen wir mal, Deutschland langfristig und dauerhaft in der Weltspitze zu etablieren. Mit jungen, guten Spielern und die dann auch praktisch eben auch in dieser Kategorie mitspielen können. Zieh mal das Deko an, das Deko. Ich denke da jetzt zum Beispiel an die Nummer 11 von Schalke 04. Das ist ein sehr interessanter Spieler, der im Moment noch türkischer Staatsangehöriger ist. Aber drauf und dran ist die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen. Und das sind eben so Dinge, wo wir hier drauf achten. Damit einem nicht das Gleiche passiert wie bei Nuri Sahin zum Beispiel. Genau, das könnte so ein ähnlicher Fall werden, ja. Du bist momentan noch türkischer Staatsbürger und du brauchst noch die deutsche Staatsangehörigkeit. Wie sieht es da aus? Also momentan sehr gut. Ich glaube, in 2 Monaten habe ich auch meinen deutschen Pass. Ist das für dich nie eine Alternative gewesen? Für Türkei? Also Türkei, weiß nicht, vielleicht später, aber zurzeit will ich erst für Deutschland spielen. Türkei vielleicht später, mal gucken. Im März bin ich eingeladen worden gegen Frankreich Nationalmannschaft. Ich hoffe, dass ich auch gegen Frankreich Tore schießen kann. Ist das dann die U19 Nationalmannschaft? Nee, U18. Diese Jungs sind sicherlich noch ein bisschen zu jung auch jetzt für unser nächstes Ziel, für die WM 2006. Aber für mich ist immer interessant, eben auch zu beobachten, wie entwickelt sich dann später ein junger Spieler, was hat er für Voraussetzungen. Da kann man schon einiges erkennen. Talent ist eine Sache, aber um letztendlich dann diese schwierige Schnittstelle Juniorenfußball, Seniorenfußball zu schaffen, da gehört einiges mehr dazu, als in Anführungszeichen nur Fußball spielen zu können. Der Schritt von 18 zu 20 in den Profibereich, der ist noch ein sehr, sehr großer Schritt. Und das wissen manche nicht, weil da muss man sehr viel Geduld haben und noch mal sehr viel investieren in seinen Körper, um den Sprung in die absolute Spitze zu schaffen. Nein, 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 nein.
wichtig ist, ganz einfach auch zur richtigen Zeit dann eben am richtigen Ort zu sein, einen Trainer zu haben, der das Talent vielleicht auch erkennt und den Spieler dann auch in die Mannschaft einbaut, ihm auch Vertrauen gibt. Voraussetzung ist natürlich, dass er einfach auch, sagen wir mal, technisch gute Fertigkeiten hat, dass er körperlich alles das mitbringt oder das auch lernt, was man oben braucht, um in der Spitze zu sein, und natürlich auch eine gewisse Spielintelligenz, eine gewisse soziale Kompetenz. Aber jeder junge Spieler braucht auch eben auch zu dem Zeitpunkt, wenn er es schaffen kann, dann eben auch jemand, der hinter ihm steht und der ihm dann eben auch aufzeigt, wo sind deine Stärken, wo sind deine Schwächen noch, und ihm auch dabei hilft. Schönes Gefühl, Erster zu sein. Hier, schönes Turnier, gute Mannschaften dabei. Wir wurden Erster, Schalke. Wer nicht schimpft, der ist Borusse, ey! Ey! Wer nicht schimpft, der ist Borusse, ey! Ey! Du hast auch insgeheim noch den Titel, dass du der Torschützenkönig geworden bist mit 5 Treffern. Wie wichtig ist dir das? Das ist auch schön, aber die Mannschaft geht vor. Schön, dass ich 5 Tore gemacht habe. Heute ist sehr groß. Hier, yeah, Schalke 04. Wann anderes gibt's? Schalke! Machen wir noch was kurz zu deinen Zielen. Wann möchtest du beim FC Schalke in der ersten Mannschaft spielen? Glaubst du, du hast eine gute Chance? Ja, auf jeden Fall. Hoffe ich mal. Ja. An? Ja, Ende der Saison, glaube ich, werde ich das packen.